So, wie können wir in dieser Welt, die sich im Wandel befindet, Frieden finden? Der Frieden ist immer verfügbar für uns. Im Osten nennen wir das offenes Gewahrsein. Im Westen können wir das den Heiligen Geist nennen, den Geist Gottes oder das höhere Selbst. Und all das sind keine Dinge, die außerhalb von uns sind. Gott ist unendlich und daher müssen wir in ihm leben. Wenn Gott endlich ist, wenn er eine objektive Figur im Himmel ist, die uns beobachtet, dann ist es nicht Gott, sondern ein Götze, ganz einfach. Und wenn wir nicht an Gott glauben, dann müssen wir uns immer noch entscheiden, ob wir an etwas Größeres glauben als wir selbst. Und das ist der Geist. Und wir können eigentlich auf einfache Art und Weise herausbekommen, ob der Geist existiert außerhalb unseres Körpers oder nicht. So, ich lade dich zu einer Meditation ein und schau einfach mal, wenn du die Augen geschlossen hast, ob deine Erfahrung von diesem Moment geteilt ist oder vereinheitlicht ist, ob es eine einheitliche Erfahrung in diesem Moment gibt. Und hier weise ich nicht auf die Gedanken hin, die Gedanken lassen wir jetzt mal beiseite, sondern nur auf deine körperliche oder energetische Erfahrung von diesem Moment. Gibt es da eine Innen- und Außenwelt? Gibt es eine Teilung zwischen Innen und Außen? Oder ist alles eine Einheit? Vermutlich wirst du erkennen, dass alles eine Einheit ist, denn sonst würdest du es gar nicht erkennen. Und jetzt frag dich mal bitte, ob etwas außerhalb deines Gewahrseins existiert in diesem Moment. Und wenn du genau hinschaust, dann wirst du sehen, es gibt nur ein einziges Feld. Und das ist dein Gewahrsein. Und es gibt nichts außerhalb davon. Und auch du als Körper tauchst darin auf. Du als Persönlichkeit, als Gedankenstrom tauchst darin auf. Dieses Feld, dieser Geist, wird nicht durch die Zeit berührt. Und er ist nicht begrenzt. Und trotzdem bist du das. Und können wir diesen Prozess auch den Ich-Bin-Prozess nennen. Das Ich-Bin, von dem wir hier reden, ist das Ich-Bin Gottes. Und es ist auch dein Ich-Bin, aber ohne das Ego, ohne deine Gedanken und deine Erinnerungen, deine Urteile. Versuche jetzt mal in diesem Ich-Bin zu ruhen. Und erkenne, dass es hier nichts zu tun gibt. Versuche also einfach dahin zu gehen, wo dieser Moment auftaucht. Wir haben hier ein Flugzeug, das fliegt dort über unseren Ort. Wir haben eine ganze Welt im Außen und wir haben eine Innenwelt. Und diese ganze Erfahrung ist ungeteilt. Aber sie findet vor allem in etwas statt, was wir normalerweise übersehen. Und das ist der Geist. Und wenn wir in diesem Ich Bin ruhen,
das ohne Inhalt ist, dann sind wir im Grunde genommen nach Hause gekommen. Und das, dahin führt mein Coaching. Dazu ist jeder eingeladen, solange ich Zeit noch habe, noch Stunden frei habe, diesen inneren Frieden, der immer verfügbar ist, zu finden.